Hallo und herzlich willkommen. Es ist der achte Tag vom Thanksgiving-Fest. Heute haben wir im Angebot die Tagesherausforderung, Gebäudewappenmeister, Kuriositätenliebhaber, mächtige Armee. Fangen wir damit an. Für das Verbrauchen von Kriegsdokumenten kriegen wir Zutanhauptmänner. Ich habe aus den Katakomben hier im Vorfeld immer schön unter Sonstiges die Lernminuten Beschleuniger geholt, die Lernbeschleuniger. So, dann gucken wir mal. Infanterie habe ich hier noch erlernen. Da sind wir schon mal bei 600 Kriegsdokumenten. Wir haben 2215. Beschleunigen das Ganze. Dann können wir noch eins holen. Jetzt gucken wir mal, wie die Ausbeute ist. Plus 600 können wir uns also noch mal 30 holen. Nächsten Schritt noch auf jeden Fall 400 Dokumente gucken, sind. Du. 50 waren wir 11. Brauchen auf jeden Fall 400. Das heißt, wir müssten 80 reinbuddern. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, deswegen lasse ich das jetzt einfach nur Zeit laufen. Dann spare ich mir ein paar von denen. Beschleunigern. Dann hier das, was wir noch haben, verwenden. Dann kommen wir zu den Gebäudewappen. Da möchte ich hier die Geschichte freischalten. Das sind 11 bzw. 110 von den Schriftrollen. Mir auch wieder reichlich Materialien zurück, damit ein paar Punkte zu machen. Also mal Schriftrolle für Zwillinge, Gebäudewappen. Investieren 341. Kriegen wir wahrscheinlich nicht raus. Gebäudewappen. Gruppen. Hoch. Entfernen wir die ganzen Geschichten, zerlegen die, wie wir hier sehen können, 2200. Den neuen sind wir ein bisschen besser. Ja. Alle zwei, beziehungsweise der letzte ist auf 1. Mal gucken, mal auf Punkte. Wir uns hier für diesen Schritt.
1,1 Milliarden. Da kommen wir so in jedem Fall drüber. Guck mal, wie weit das bis zu dem Schritt da drauf ist. 11 Milliarden gebraucht. Haben 7,6. Das wären also auch auf jeden Fall 2. Das ist 27,5 minus 21 sind 12,29. Sind also Schritte, die wir da brauchen. Bessern das Ganze. Wir können noch etwas abgreifen. Kommen wir zu den Kuriositäten. Da die Punkte kommen. Da fehlt also ein kleiner Rest noch, um den weiteren Schritt zu kriegen. Der Intersäbel, weil der den Materialien noch am günstigen. Mal wie das mit den Materialien aussieht. Auch 5,12 Billionen. 2,02 Billionen. 16,17, die hätten wir. Jetzt kommen da nochmal 2,3 dazu, das ist die 4,19, also das von 2,96. Bei dem Posten kommt mal 2,7 dazu. Kommen noch mal dazu, aus 17,5. So, haben wir die Geschichte 2,96 Billionen durch die 625 Millionen, also 5 mal 16. 80 Tutankapitäne, Hauptmänner. Hier sind es 1,27 Billionen geteilt durch die 125. 12 mal 16, 192. Hier sind es 7 von dem Schwarzmeer-Eisflamme durch 2,7219. Wenn wir mal das zusammen im Kopf, Autsch, 300, 310, hier hätten wir noch. Dann machen wir das mal. 5 mal Kupferessenz für 80. 12 mal Ebenholzessenz. 2 mal die Schwarzmeereisflamme. So.
das Banner. Jetzt nicht so viel Fortschritt bei den Statistiken. Hintersee. Zack. Sind aber noch ein paar Sachen, die wir greifen konnten. Der nächste Schritt wäre etwas sehr weit. Was wir noch an Materialien haben. Komplex 7 Milliarden. Zwei Upgrades, das wird zu teuer. 777. Da kaufe ich schon beim Voraus dann Trümmerstück. Mondschatten-Elixier. Schon ein bisschen zu nutzen. Dann haben wir noch 12 übrig. Da ist hier nichts. Rolle für. Kein Sinn bei den Wächterwaffen. Das ist auch kein Sinn. Also, ich bin einfach mal Schleuniger. Normale GM5, Ausbildung GM10. Dann einfach die Ausbildung. So, gucken wir mal aufs Konto. 5612 Endpunkte haben wir ausgegeben. Ist schon eine schöne Summe. Ein bisschen in den Statistiken vorangekommen. Bei den Edelsteinen haben wir ein kleines Minus gemacht. Aber im Großen und Ganzen bin ich da zufrieden. Jo, das war's für den Moment. Vielen Dank fürs Zusehen und einen schönen Tag. Ciao.